Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper, wo wir heute den Cooking Simulator mit implementieren, denn wir wollen heute Kuchen backen. Im Prinzip haben wir auch schon fast alles da. Wir brauchen nur einmal Gebäckteig, aber wir brauchen ja für den Kuchen fünfmal, also den Kuchen brauchen wir fünfmal, deswegen brauchen wir fünfmal Gebäckteig. So, und das können wir hier machen. So, dafür brauchen wir wiederum Milch und Hühnerei. So, interessant. Das heißt also, wir brauchen jeweils zwei davon. Okay, bevor wir dann damit jetzt anfangen und sagen, okay, ich baue jetzt hier erstmal coole Kuchen, hole mir jetzt extra dafür ein Ei und so weiter und so fort, gucken wir doch erstmal, was wir hier für Möglichkeiten haben. Achso, wähle eine Ressource. Ach, das geht auch. Okay, das wäre natürlich erstmal grundsätzlich eine coole Sache, aber wir wollen natürlich am besten eine Schüssel Linsen haben. Die ist aber nicht immer beste Qualität, ne? Gebratener Fisch, ja gut, der bringt jetzt auch nicht so viel. Gebratener Lachs, ja gut, da kann man natürlich viel draus machen. Dazu brauchen wir aber auch tatsächlich immer diese hochleveligen Sachen. Ist jetzt natürlich die Frage, ob wir das auch so hinbekommen an der Stelle. Nicht wahr? Aber ich meine, hier gibt es ja auch viele Sachen, die man machen kann, ne? Also der Burger wäre vielleicht sogar eine der besten Varianten. So ein goldener Burger. Ich weiß gerade nicht, wie schwierig der ist. Ich meine, im Prinzip liegt es dann an der Zwiebel. So. Wie jetzt? Die Zeit läuft weiter, während ich da nach Rezepten gucke? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Gut, dann gucken wir uns erstmal an, was diese Leiche zu bieten hat und schauen, ob wir sie verbrennen oder eben nicht. Weil wenn wir sie verbrennen, dann haben wir genug Asche, um ein Gebetswort zu bauen. So eine Urnenhalle, so heißt sie. Naja, gut, ich meine, das wäre natürlich so eine Erweckleiche, ne? Mensch, guck dir das an. So, Fleisch entferne ich auch nochmal kurz. Weil ich muss. Und den Schädel auch nochmal. Komm, tut mir leid, aber das muss auch weg. Aber den Rest nehme ich und pack den hier hin. Und dann, dann muss ich erstmal ein Stuff holen. Okay. Also Zombiesaft haben wir hier. Yes. So, und genau, Blut können wir dann gleich mal, wo wir gerade dabei sind, hier reinpacken. Köpfe können wir direkt mal alle wieder mitnehmen, weil wir haben alle benötigten Köpfe. Und um den Ritualbereich da oben komplett auszubauen, warum auch immer ich das machen soll, ich habe immer noch keine Ahnung. Vielleicht kann er dann ja statt einem Huhn ein... Moment mal. Kann da ein Huhn entstehen? Das wäre der Stuff, ey. Das würde ich so feiern. Wenn man da wirklich ein Huhn entstehen lassen kann und dann rennt da ein Huhn rum. Was man dann täglich irgendwie ernten kann. Das wäre cooler Stuff. Muss man einfach mal so sagen. So, Schädelstatue. Einmal hier. Zack. So. Und damit haben wir das alles hier richtig schön aufgebaut, richtig schön ritualisiert. Ich gucke nur noch mal kurz hier unten, nicht, dass hier tatsächlich das Huhn irgendwo rumrennt und man es irgendwie ernten kann. Es wäre so cool. Ach so, und kann ich das hier irgendwie? Nee. Da gehe ich jetzt nämlich auch nicht rüber. Da muss ich auch noch irgendwas zu finden. Ich weiß auch noch nicht was, aber okay. Ich
bin ja gespannt. So. Also, dich wollte ich ja auch noch mal zum Weinberg bringen. Ja. Sentimentale Zombies. Wir bringen ihn zum Weinberg. Ja, so ist das. Nee. Steht das alles im Weg? Zack. So. Und hier wird dann gefertigt. Und zwar das ganz normale mit den Trauben und so weiter und so fort. Das geht alles seinen Gang. Und dann kann ich auch wieder weg. Schön. So. Ja, so einfach ist das manchmal. Und ja, da liegt ganz viel Metall. Okay, das ist interessant. Wie sieht's mit dem Hopfen aus? Wie sieht's eigentlich mit Torf aus? Ich meine, kann man doch bestimmt noch was machen. So, ja, sehr schön an der Stelle. Wo war ich bei? Achso, ich hatte geguckt wegen, ja, genau. Wegen Rezepten und so. Also der Vorteil bei dem Burger ist natürlich, warte mal, ich gehe mal kurz pennen, weil falls ich jetzt wirklich verpasse, ach nee, heute kommt gar keine Leiche, heute kommt Predigt. Ha! So, das bedeutet, wir machen jetzt eine richtig coole Predigt. Wir gucken doch nicht nach Rezepten, Mensch. Das machen wir aber gleich. Gleich gucken wir nochmal nach Rezepten, nach den Burgern. Weil offenbar reicht es ja aus, wenn wir da sehr gute Zwiebeln haben. So, und mit sehr guten Zwiebeln kann ich ja vielleicht dienen. Und dementsprechend könnte das vielleicht schon helfen. So, dann werden wir jetzt mal hier den ganzen Kram beleuchten. So. Ich weiß nicht, wie viele Kerzenstände ich habe, aber es sind viele, aber es sind auch genug Kerzen, die ich habe, denke ich. Ich habe einfach alle gebaut. So. Ach ja, an den Wandhalterungen habe ich ja schon. Ach, das ist ja praktisch. Das heißt also, wenn man es einmal ausgewählt hat, dann muss man das nicht immer wieder neu machen. Das ist ja schön. So, ich hatte 16 Stück, glaube ich. Jetzt habe ich nur noch 6. So. Das heißt also, ich habe 10 Kerzen. Das ist schön. Kann ich hier noch irgendwas machen? Also ich meine, das finde ich auch hier ein bisschen hässlich, ne? Also das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig jetzt hier, ne? Also muss ich mal so sagen. So, egal, jetzt wird die Predigt direkt gemacht, weil sonst, ja, vergeht das hier alles wieder. Aber ich finde das unheimlich schön hier gerade. Oh ja, werft mich damit zu. 12. 12 allein schon vorher. Und jetzt gibt es noch mal ein bisschen was oben drauf. 16 Segen. Oder Glauben vielmehr. 16 Glauben. Es ist ja kaum zu glauben. Ha! Mensch. So. Gucken wir mal. Was ist hier los? 45. Ja gut. Das hat jetzt nicht mehr gebracht. Aber okay. Das ist ja auch nicht schlimm. So. Dann hätten wir das auch schon geklärt. So, jetzt können wir ganz in Ruhe nach Rezepten gucken, weil wir das jetzt machen wollen. So. Also wie gesagt, kultivierte Zwiebeln ist natürlich eine Sache für einen Burger, ne? Also das wäre eine Möglichkeit. Dann können wir das mit dem Burger vielleicht in Angriff nehmen. So, wo war er? Jetzt kommt er, glaube ich, irgendwann. Ist das hier gebratenes? Nee. So, das wäre jetzt der Burger. Also auf 30% würde das gehen. Was war das jetzt? Kohlsuppe. Okay. Wäre dann Kürbissuppe, ja, okay, gut. Gemüsesuppe, okay. So, oder halt Rübenscheiben, ja gut, das bringt ja jetzt nichts, ne? So, was jetzt natürlich die Frage wäre, wenn ich jetzt hier das auf 0 habe,
Und wenn ich hier zum Beispiel was Besseres habe, so, da kommen wir auch auf 30%, ja? Wenn wir zum Beispiel richtig gute Zwiebelringe hätten. So, dazu brauchen wir wahrscheinlich einfach nur Zwiebeln, oder? Wo gibt's die? Gibt's die hier oder gibt's die? Na, wahrscheinlich hier, ne? Weil muss man ja wahrscheinlich kochen, ne? Gebratene Pilze, Spiegelei, ja gut. Fischsuppe. Na gut, aber das ist auch nur ein Stern Fischsuppe, also ich weiß jetzt auch nicht, wie man das noch verbessern kann. Gebratener Fisch. Jetzt nicht allzu viel zu bringen. Omelette. Ja. Nudeln. Lasagne kann man offenbar... Ah, okay. Mit Stufe 3 Linsen könnte man eine Lasagne machen. Eine perfekte. Okay, das könnte man vielleicht versuchen. So, Zwiebelringe kann ich eigentlich machen. Müsste ich mir halt 5 kaufen. Müsste man gucken, wie teuer die sind. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Okay. Gut, das wäre dann eine Möglichkeit. Zwiebelringe. So, was ist das hier? Schüssel mit Sauerkraut. Okay. Gebratene Pilze. Die bringen ein bisschen mehr. Ist okay, aber halt auch nicht sehr viel. So, Pfannkuchen. Oh Gott. Pfannkuchen. Die scheinen aber auch nur Silber zu sein. Also, das wäre vielleicht dann der Toast mit Zwiebeln. Okay. Gut, jetzt ist natürlich die Frage. Wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, ich kaufe mir halt einfach die Zwiebelringe, die perfekt sind. Und dann haue ich noch einen Kuchen oben drauf. Brauche ich denn hier das krasseste Zeug? Oder reicht hier... Ja, sonst wäre es 97% und das wäre nicht sinnvoll. Also nee, dann würde ich schon das perfekte Zeug hier nehmen. Schüssel mit Linsen, ich meine gut. Also ich weiß auf jeden Fall... Lasagne? Gab es sie hier auch? Irgendwo? Also ich meine, das mit dem Burger wäre natürlich echt eine coole Sache. Wenn wir den auf Stufe 3 bekommen. Weil... Also wie gesagt, ne, gebratenes Fleisch ist kein Problem. Brot kriegen wir auch bestimmt irgendwie hin. Und dann halt perfekte Zwiebeln. Das sollte auch machbar sein. Und ich brauche ja im Prinzip nur 2 perfekte Zwiebeln. Das würde ja schon vollkommen ausreichen, damit ich 8 Burger bekomme. Und das würde vollkommen all das perfekt machen, was da perfekt zu machen ist. So, ich brauche Milch und Hühnerei. Jeweils 2. Und ich werde mal schauen, dass ich das heute irgendwo gekauft kriege. So. Ja. Also ich meine, das ist natürlich echt praktisch. So, Hühnerei müsste es ja eigentlich hier oben geben. Bei dem komischen Verkaufskörbchen hier, wo auch Federn zu kaufen waren. Ja, 5 Stück. Ich nehme mal... Och komm, ich nehme alle 5 mit. Kostet ja nichts. Das ist wirklich sehr, sehr günstig gewesen. So, wenn wir schon dabei sind, nicht? So, und da brauchen wir noch einen Milchkrug und ich meine, ich hätte ja gern so die Kühe und so weiter, die würde ich ja gerne eigentlich mitnehmen. So, Milchkrug, ach, die scheinen ja auch gar nicht so teuer zu sein. Ach, komm mal, da, dann nehmen wir doch auch direkt 5 mit. Mensch, das kostet ja alles nix. Mensch, hätte ich das gewusst, da hätte ich ja schon viel früher gekocht. Ha! So. Ja, wir machen gleich Kuchen. Definitiv. So, vorher gehe ich hier nochmal kurz rein, weil ich glaube, ich habe noch ein paar Sachen, die ich hier verkaufen kann. Nö. Gut. Okay. Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Mir war so. Mir war einfach so. Naja. Okay. Hey. Das lief doch schon mal gut. Das Geldliche scheint ja jetzt erstmal nicht so das Problem zu sein an der Stelle. So. Und dementsprechend machen wir jetzt zweimal Gebäckteig. Denn das ist kein Problem. So, und dann können wir hier schön Kuchen backen. Direkt 5 Stück. All diese 5 brauchen wir. 5 Honig, die paar Beeren, die wir dafür benötigen. Alles kein Problem. So, Milch und Eier hier einfach mal mit rein. Ich brauche eine größere Küche, glaube ich. Irgendwann brauche ich eine größere Küche. Definitiv. So, kann ich hier eigentlich was... hier übrigens Stahlteile. Toll, nicht? Ja. Das war auch schön. So, weißer Staub. Und dann, achso, also man macht einfach einen Keramikkrug und macht da weißen Staub dran, brennt das unten ein und dann haben wir einen Porzellankrug. Okay. Ja gut, das macht Sinn. Ich überlege gerade, ob ich hier irgendwas herstellen möchte, aber ach, obwohl, wo ich das hier gerade sehe, da können wir eigentlich mal ein bisschen Graphit herstellen. Weil mir so danach ist. So, Stahlbarren haben wir, glaube ich, noch genug. Das ist eigentlich alles überhaupt kein Problem hier an der Stelle. Ja, das Einzige wäre halt wirklich Porzellankrug. Wäre eigentlich ganz interessant mal, aber ist auch nicht so wichtig. Okay. So, hier ist der erste Kuchen fertig. Ein Träumchen. Packen wir natürlich hier direkt mit rein. Und Rotwein. Achso, ja. Den Rotwein nehme ich mal mit und pack den mal hier unten mit rein. So, weil da wird er eh landen. Das ist das Ding. Er wird eh da unten landen, ja. So, was können wir denn... Achso, 16 Glauben haben wir ja bekommen. Könnten wir auch noch einen wieder auferstehen lassen. Jetzt nur die Frage, ob wir das wollen. Wollen wir das tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich drüber nachdenke, wäre das natürlich sinnvoll. Hier noch irgendwie. Brauchen wir dann Technologie? So, hau mal raus. Wo brauchen wir denn noch Zombies? So, hier nicht mehr. Hier offenbar. Ja, gut. Zombie-Steinabbau. Das ist dann quasi Variante 2. Da brauchen wir nicht mal. Ach, guck an. Das ist ja auch interessant. Brauchen wir nicht mal großartig viel Zeug für. Von den Sachen hier, von den blauen Sachen. Das ist ganz interessant. Lasagne kann ich ja leider nicht, ne? Sehr schade. So, beim Schmieden ging es nicht hier. Zombie-Brauerei. Siehst du, das ist nochmal ein Punkt, der interessiert mich halt auch nochmal hier. Die Brauerei und die Zombie-Brauerei. Und dann kann man hier noch... Ah. Ja. Das gehört noch so ein bisschen mit zur Weinerzeugung. Gibt es hier noch starken Alkohol und Schnaps? Alkoholdestille. Mensch. So, und komplexe Dünger. Die müssen wir uns auch nochmal freischalten und mischen. Was ist das? Vor allem Wein. Der Kater hängt vom getrunkenen Alkohol ab. Außerdem hat er der produzierte Alkohol höhere Qualität. Gut. Aber die Zombies kriegen das noch viel besser hin, finde ich. Da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, ob ich das... So, ne? Also Zufallstextgenerator wäre auch noch eine Sache, aber Zombie-Brauerei, das ist ein guter Punkt. Das ist ein wirklich guter Punkt. Ja, die wird dann wahrscheinlich oben rechts in der Ecke sein. Ja, ein Brauplatz. Vielleicht sollte ich das in Angriff nehmen. Aber noch nicht jetzt. Erst einmal werde ich nach unten gehen und schauen, dass ich
Da fällt mir ein, genau, dieser, genau. Nee, okay, alles klar. Wir warten mal, bis der andere Dude da wieder auftaucht. Ach, wo ich gerade mal hier bin, kann ich auch mal schnell. Genau, darum ging es mir. So, ich baue mir mal hier schnell einen Zombiesaft, weil mir so danach ist. Vielleicht brauche ich noch einen. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal mit. Wenn es ein guter ist, wenn es eine gute Leiche ist, dann werde ich es mitnehmen. Wenn es keine gute Leiche ist, dann Pech gehabt. So einfach ist das. So, dann gucken wir mal. Legen wir mal auf den Autopsietisch. Und alles klar. Er wird brennen. Ja. So, ach nee, Schädel brauche ich ja gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Knochen noch brauche, aber ach so, Knochenpulver, ja gut, das ist eine Sache, ne? So, das zerfällt in nichts, also von daher nehme ich noch das Fleisch mit. Ach, Knochen ist gar nicht schlimm. Oder war das jetzt, ach nee, ich hatte ja das andere schon. Sashimi-Meister, ja. Sashimi-Meister habe ich gerade als Achievement bekommen. Auch nicht schlecht. Ja, komm, die Haut nehmen wir auch noch mit, weil was kostet die Welt, nicht wahr? So, aber den Schädel... Ach komm, den Schädel nehme ich auch mit. Ich meine, ich verbrenne das Ding eh. Also von daher, was soll? Was soll der Geiz? Es ist ja nicht sinnvoll, hier einfach... Es wäre ja, als wenn man einfach hier Sachen liegen lassen würde. Das bringt ja nichts. Das soll ja nicht, das ist ja nicht sinnvoll, nicht wahr? Macht ja Sinn, das einfach so zu nehmen, wie es ist. Nimm ich weg. So. So, genau, die Kerzen sind auch alle aus. Ja, gut. So, dann packe ich hier kurz das Fett mit rein, das mit rein, das mit rein. Das behalte ich mal. Bin mir sicher, dass ich da noch Verwendung für haben werde. Blut da mit rein. Achso, genau. Die Haut hier mit rein. Und dann kriege ich auch gleich noch ein bisschen Salz. Ja, mal gucken. Vielleicht muss ich ja auch noch ein bisschen Gewürze machen. So. Zack. So ein Ort zum Verbrennen einer Leiche. Okay. Doing. So, fertig. So, ich werde natürlich weiterhin Leichen verbrennen. Das klingt so, so. Nein, keine Angst. Ich mache das weiter, aber das ist irgendwie ein bisschen strange, wenn man darüber so redet. Ich werde auf jeden Fall weiter verbrennen, weil ich will ja auch noch ein anderes Gebetshaus hier bauen. Gebetshaus ist übrigens falsch ausgedrückt. Genau, perfekt. Damit haben wir die 5 Kuchen schon mal fertig. Bin mal gespannt, was wir da noch so rausfinden können. Urnenhalle. So nennt sich der Kram, auf den ich hinaus wollte. So, und in der gleichen Küche, wo ich den Teig geknetet habe, baue ich jetzt erstmal Keramikohren. Ja. So ist das. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Schön. So, hier ist ein bisschen Graphit entstanden. Ein bisschen viel sogar. Habe ich das hier reingeschmissen? Nee. Ich hatte es hier reingeschmissen. So. Okay. Das können wir eigentlich hier bauen. Bratapfel. Na gut. Das ist so eine Schnellkochstelle sozusagen. Für mal eben schnell nebenbei. Ja gut. Ist natürlich auch sinnvoll an einigen Stellen, aber manchmal auch nicht. So. Und jetzt kommt der ultimative Zeitpunkt, wo wir eine Sache vergessen haben. Wie immer. Stimmt, ich hatte immer wieder im Kopf so, Mensch, du musst noch das Holz dahin packen. Du,
brauchst ja noch das Holz da an dieser Stelle. Also das Holz wäre noch ganz wichtig, wenn du das so holen würdest und dahin packen könntest. Jo. Und jetzt ratet mal, was der nette Onkel da wieder vergessen hat. Genau. War ja wieder klar. So, egal. Weiter geht's. Holz. Nicht vergessen. Holzbalken war gefordert. Das kriegen wir auch noch hin. Und dann kriegen wir auch diese wundervolle Urnenhalle dort hingebastelt. Und natürlich nach oben, da so oben neben dem Baum, glaube ich. Das finde ich eigentlich ganz cool da. Das ist, glaube ich, ein richtig cooler Ort so für die steinerne Urnenhalle. Ach, das ist nur so ein kleines Ding? Warum passt das nicht hier hin? Das ist doch viel cooler. Wie ist das hier? Ich meine, hier könnte man zwei nebeneinander. Ja, oder man macht hier so ein Urnenhallen-Ding hin. Ich meine, hier könnte ja... Könnte man ja so vier nebeneinander machen, ne? Wäre eigentlich eine Möglichkeit. Ist halt jetzt so ein bisschen weit ab, ne? Oh, da ist schon die nächste Leiche. Ja, oder man macht das halt hier irgendwie so. Ja, eigentlich sehr schade, dass das... Oder... Hier so. Ah, ne, da gehen nicht zwei nebeneinander. Ne, pass auf, ich mach die tatsächlich hier oben in die Ecke hin. So, und jetzt gehe ich erstmal zu der Leiche, weil ich will ja noch irgendwas wiederbeleben, habe ich gehört. Ja, ich lasse ja gleich im Keller liegen, dann kann die da... die wiederbelebte Leiche lasse dann gleich im Keller liegen und dann, ja... Passt das. Genau. Also ich würde dann hier einfach nur das und das entfernen und dann macht es halt auch Sinn, ne? Achso, das... Ja gut, das Fleisch ist auch noch wichtig, ja. Fleisch ist auch noch okay. Aber der Rest halt nicht. Der Rest bleibt so und dann wird das hier wieder belebt. Yes. So. Komm mal mit hier. So, habe ich noch, hatte ich noch Salz? Ne, das habe ich schon weggepackt, ne? Jo. Aber ich habe noch ein paar Maden. Und das hier, genau. Was siehst du, den ganzen Kram habe ich auch noch. Na gut. Ja, theoretisch könnte ich den Hanf auch hier runterpacken, ne? Achso, die Kerzen kann ich ja auch reinpacken. Fett kann ich hier reinpacken und ja, den Rest habe ich ja nicht rausgenommen aus ihm. So. Ja, wenn er erstmal wiederbelebt ist, dann verfällt er ja auch nicht mehr. Das ist ja das Gute. So, das bedeutet, ich packe den jetzt erstmal hier so hin, weil so ist das eben. So muss das sein. So, und dann mache ich hier... Wobei, warte mal. Ich brauche ja auch... Ah, okay, man kann auch ohne Aufschnitt aus, okay. Gebratenes Fleisch. So, pass auf, wenn ich hier gebratenes Fleisch haben möchte, dann brauche ich rohen Aufschnitt, ne? Genau. So, das heißt, ich brauche dreimal rohen Aufschnitt. Wie praktisch. So. So, und dann will ich hier dreimal gebratenes Fleisch. Wundervoll. Es ist einfach nur awesome. So. Sehr, sehr schön. Ach, das gefällt mir. So wie das jetzt ist, gefällt mir das. Und genau, wir werden jetzt hier noch ein bisschen die Urnenhalle aufbauen. Minus 6 macht er gerade. Oh, das ist aber nicht nett. So. Bam. Plus 18 kriegt man dafür. So. So, und genau das gleiche würde ich dann hier auch nochmal nebensetzen. Oder beziehungsweise
Wahrscheinlich würde ich das sogar versetzt machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß ja auch nicht mit dem Rasen. Das mit dem Rasen interessiert mich auch noch. Ob dieser Rasen dann immer ein bestimmtes Feld ist, was ich da auf... nein. Stop it. Leg das da hin. So. Ob der Rasen immer dort quasi neu oder ob das immer für eine ganze Fläche gilt, so. Ja, das ist ein Trick-Move schlechthin hier. Die Sache durch die Gegend schieben. Ach nee, komm, das war eigentlich gar nicht so doof. Das machen wir weiter. So, hier dann nach oben. Ja, ich meine, so geht's natürlich auch, ne? So spart man sich einen Weg. Ja gut, dann legen wir das hier erstmal hin. Das bleibt ja auch liegen, also das ist ja so auch nicht wild. So. Ach, da fällt mir ein, ist da jetzt eigentlich noch der Stumpf? Weil eigentlich müsste ja noch der Stumpf sein, oder? Oh nö, der ist gleich mit rausgekommen. Das ist perfekt. Ja, normalerweise müsste ich hier eigentlich mal alles kaputt hauen. Ja. Ich pack das mal alles hier so hin. Ich hätte ja gerne hier so eine Art Kreissäge, wo ich das alles dann direkt schon verarbeiten kann, damit ich das einfach unten mit hinlegen kann zu den zu den Holzblöcken da unten. Aber das ist ja leider nicht so. Aber ich finde jetzt einfach mal wichtig, dass ich hier diesen Bereich einfach mal entholze, weil ich finde, dadurch ist schon... Vielleicht kann ich dadurch ja auch den Kollegen Schnürschuh hier befrieden, den Jorik, der Geist, der hier immer mit mir gesprochen hat. Vielleicht ist das ja auch die Möglichkeit, dann hier ein bisschen weiterzukommen. Ich mache jetzt hier mal einfach weiter. Ach, guck mal. Hier ist wieder dieses Ding. Toll. So. Ah, jetzt habe ich nicht genug Zeug. Nö, Moment. Aber da... Na, wobei, nee, ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug Honig übrig. Okay. Gut. Ach, wobei. Okay, mit Schlange wollte ich noch reden. Das war nochmal ein wichtiger Punkt, weil ich habe ja jetzt diesen Ritualbereich da ausgebaut. Mal gucken, ob der jetzt irgendwas sagt oder so. Das würde mich nochmal interessieren, weil wenn ich jetzt hier einen Huhn bekomme, das wäre richtig cool. So, na? Stimmt, er brauchte das Necronomicon. Okay. Keine Ahnung, wo das ist, aber ist nicht schlimm. Gut. Das Necronomicon. Aber ich denke mal, ich habe dann schon so ein bisschen vorgearbeitet, was das angeht. So, dann gehen wir jetzt mal schnell pennen, weil... Oh. Fleisch, da kann hier natürlich auch rein. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen viel da in dieser Kiste, deswegen ich brauche eine größere Küche für größere Kisten oder so. Naja, wie das immer so ist. Ja. Okay. Perfekt. Ich fühle mich so erfrischt. Ja. So, der Zombie dort nicht, der weiß auch noch nicht, was er tun soll, aber naja, gut. Das mit der Brauerei, das dauert nicht lange, glaube ich. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ja, was brauchen wir da? 20 von diesen... Naja, komm. Hau raus. So, wenn es jetzt eine gute Leiche ist, dann werde ich sie sogar einbuddeln. Habe ich mir überlegt. Oh! Die buddel ich definitiv ein. So, das Fleisch nehme ich trotzdem mit. Weil ich meine, das ist gar nicht so verkehrt.
Ich glaube, das bringt zwar Minus, aber nicht zu viel. So, dann nehme ich den mal mit. So, wo buddel ich den denn mal ein? Weil Holz da. Naja. So, also ich würde den ja gerne... Ich würde den ja gerne hier einbuddeln, aber hier ist halt dieser eine Versatz, den ich nicht mag. Deswegen wird da nochmal die Grabstätte so hingesetzt, wie sie soll, und der wird hier irgendwann mal entfernt. Es ist einfach so, das muss einfach auch mal sein. Da wird sich dann quasi eine Aushebegenehmigung geholt und dann geht das alles in Gang. So, bestatten, Grab, einmal ein bisschen ausstatten hier. So, Grabrand. Ja, und der wird irgendwann hier. Wie ist das eigentlich mit dem? Ach so. Der könnte sogar noch einen mehr bekommen. Ach Gott, ey, den kannst du ja eigentlich gar nicht ausbuddeln, ey. Ah. So, Qualität 100. Na, guck mal an. Das ist doch ein Träumchen, ist das. So. Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich gucke gleich mal, was das mit den Rasen hier so auf sich hat. Weil das würde mich schon interessieren an der Stelle. So, in der Zwischenzeit machen wir das hier mal komplett alles weg. Auch das Teil hier stört ja alles nur hier. So. Liegt hier ganz viel Holz rum. Das schiebe ich hier alles mal so ein bisschen raus. Ja, also ich meine gut, ist natürlich auch irgendwie nicht die feine englische Art hier. Andererseits, na gut, ich habe es mir auch nicht ausgesucht, dass hier so viel Holz rumliegt. Ja, wir machen Holzfäller. Also quasi einen Holzfäller-Simulator spielen wir heute auch. Heute ist Simulator-Tag. So. Weg damit. Weg damit. So. Ja. Ja. Wenn das gut läuft. Na, nee. Kann ich immer nur einzeln machen. Ist okay. Geh hier raus. So. Also falls ich mal Holz brauchen sollte, ne? Ich weiß wo. So. Ja, so ist das eben, ne? Jetzt stell dich nicht so an, du Holzstamm hier. Ja. Friedhof aufräumen. 101. Ja. Ich meine, wenn ich die alle gegen die Wand drücke und dann gleichzeitig alle wegschieben würde, würde das funktionieren? Das könnte man noch mal ausprobieren, oder? Jetzt alle hier so dran und drücken. Ja, auch den. So, dann nehme ich mir mal hier einen mit und dann wird hier einmal gegengerannt. Ach Mensch, guck mal, das... Ah, nee, das klappt nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Na gut. Jetzt liegen hier überall Baumstämme verteilt rum. Naja. Was will man machen? So, ich habe jetzt auch keine Lust, sie hier durch die Gegend zu schleppen, wie so ein Doof. So, lassen wir das einfach erstmal so, wie es hier ist. Kann man das hier draufpacken? Nee.
jetzt auch gedacht, so einfach da rauf und dann weg und dann tschüss. So. Nee. Okay, gut. Alles klar. So, falls wir mal Holz brauchen, wissen wir wohl, welches ist. Aber ich meine, wir haben auch Zombies, die das machen. So, von daher ist das ja jetzt auch nicht so wild. Nee. Ich will fertigen. Und zwar möchte ich, noch ein paar Karotten. Warum nicht? So, und zudem möchte ich einmal kurz hier reingucken. Was ist hier noch so drin? Zwiebelsamen. Ja, das ist der Punkt, ne? Wir brauchen mehr hochklassige Zwiebelsamen. Aber immerhin habe ich hier jetzt wohl das Hanf. Ich nehme mal den Hanf mit und bringe das nach unten. Ich glaube, das ist sinnvoll. So, apropos sinnvoll. Es wäre wahrscheinlich auch sinnvoll, jetzt einfach mal kurz pennen zu gehen, denn auch das ist ja ein Punkt. Die Leiche kommt gleich. Oder auch nicht. Wir kriegen keine. Gibt keine mehr. Okay. Gut, dann halt nicht. So, dann können wir mal einmal kurz in der Küche gucken, was so los ist. Denn wir haben jetzt hier 6 und ich brauche aber noch einen. Weil ich brauche ja, genau. Also im Prinzip muss ich nur einmal Fleisch braten. Gut, dass mir das noch aufgefallen ist. So, okay. Dann haben wir nachher die Burger. Das heißt also, wenn wir die Zwiebeln haben und das Brot. Kann ich denn hier Brot backen? Ach, kann ich jetzt gerade nicht nachgucken. Okay, ist aber auch nicht schlimm. So, das bedeutet für das Abendessen, wir haben hier die Burger. So, und hier haben wir den Kuchen. Jetzt müssen wir quasi gucken. Okay, 5 Zwiebelringe. Wie teuer können die schon sein, nicht? Aber gut, das wäre eine Sache. Dazu brauchen wir dann wieder Zwiebeln. Das ist halt der Nachteil dabei. Für die Burger brauchen wir halt nur 2 Zwiebeln. 2 Zwiebeln wären vollkommen ausreichend. So. Ja, wenn, dann will ich 100% Toast mit Zwiebeln. Braucht man auch wieder Zwiebeln für. Okay. Ja, das ist eigentlich... Ja, okay. Wow. Also mit anderen Worten, entweder Zwiebelringe oder Toast mit Zwiebeln. Das ist der ganze Kontext dahinter. Wow. Es ist einfach nur... Okay, ja, gut. Also kann ich Toast mit Zwiebeln? Ah, hier, Brot kann ich auch machen. Teig, okay, gut. Gebäckteig, okay, ja gut, könnte ich auch mal. Zwiebelringe, sowohl Zwiebelringe gibt es nicht, als auch Toast mit Zwiebeln gibt es hier nicht. Sehr schade eigentlich. So, aber Gebäckteig. Ich brauche 6 Brote, also brauche ich 6 Gebäckteig, also, normalen Teig. Also brauche ich einfach nur Wasser. Okay. Habe ich hier noch Wasser? Ja. Aber nicht so, wie ich dachte. Okay. Gut, dann holen wir uns jetzt noch Wasser. Schön. So. Und wir haben ja gelernt, wie wir dieses Teil benutzen. Das ist einfach nur komisch war irgendwie. So. Also. Teig. 8 Stück reichen. Das ist richtig. Und dann machen wir Brot daraus. Aus dem Teig. So. Alle. So. Und dann haben wir schon mal das mit dem Burger schon mal in die richtige Richtung gedrückt. Jetzt fehlen uns im Prinzip nur 5 Zwiebelringe. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die kaufe ich mir einfach, weil die kann man sich wirklich kaufen und dann ist gut. Ich meine, wie teuer sollen sie sein? Nicht wahr? Also ich meine, es sind Zwiebelringe. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier ein Gourmet-Frühstück mir kaufen möchte. Aber ich meine, damit kann ich dann halt den Dude... wie sieht es eigentlich hier aus? 42, okay. Scheint einer auf jeden Fall fertig gewesen zu sein. Der andere noch nicht. Okay.
Das ist nicht schlimm. Da komme ich gleich zu. So, dann Blut. Das packen wir jetzt auch einmal hier hin. Mhm. Genau, und Hanf können wir hier eigentlich auch irgendwie mal... Ja, weil es eine Pflanze ist, packen wir es hier mit rein. So, dann brauchen wir weißes Pulver. Stimmt, das hier ist Lösung. Das hier ist Pulver. Nicht vergessen, nicht vergessen. Oh. Die weiße Blume wird gar nicht zu weißem Pulver. Okay. Schön. Was wird denn das? Weißes Pulver. Als wenn ich es gewusst hätte. Weißer Staub. Sehr schön. Sechs, acht, zehn, zwölf. So. Ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Ich möchte mein Porzellan. Und, oh. Schon ein bisschen Brot. Ach ja, siehst du, genau. Dann können wir das hier alles gleich mal so mit reinschmeißen. So, dazu brauchen wir aber erstmal ein paar Krüge mal wieder, ne? Das richtig hatte, hatten wir nicht genug Krüge. Kann das sein? Hatten wir hier noch Krüge? Ach guck mal, wir hatten noch 8 Krüge. Ach Gottchen. 8 Gottchen. ja, gut. Dann machen wir nochmal ein paar Keramikschüsseln. Auch da braucht man Wasser für. Interessant. Okay. So. Keramikschüsseln, Keramikschüsseln und nochmal Keramikschüsseln. So. Und dann machen wir einmal Keramikkrug. So. Dann kann ich hier eigentlich schon mal anfangen mit Porzellankrug. Ah, da brauche ich sogar 2 für. Okay. Das bedeutet, ich brauche nochmal 12 von dem Staub. Okay. Auch das bekommen wir hin. Das ist kein Problem. Alles wird gut. So. Rode rein. So. Also gut. Zwölf von dem Staub. Aber vorher muss ich noch die Kerzen bauen. Weil wenn ich jetzt schon einmal mit Kerzen gemacht habe, dann möchte ich jetzt auch nochmal mit Kerzen machen. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Naja gut, so wichtig ist der Punkt nicht, aber ich würde gerne Hanfseil, doing, so, und dann Kerzen mit dem jeweiligen Hanfseil. Außerdem kriegt man dafür Theologiepunkte. So, und tatsächlich habe ich jetzt sogar, glaube ich, genug, um die Geschichte mit der Brauerei anzustoßen, was ich ja auch gerne gemacht hätte. So, 10 können da erstmal wieder mit rein. Dann kann ich das schon mal mit rausnehmen. Wobei, nee, ich mache das noch nicht. Ich behalte die erstmal, weil ich Angst habe, dass es sonst irgendwie nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. So. Ja, man weiß ja nie, wie das so ist, ne? So, genau. Ich wollte sagen, mit der Brauerei, genau. Zack. Freischalten. Und weil ich so dahinter bin, machen wir das gleich hinterher. Haben wir das mit der Zombie-Brauerei auch gleich. So, das ist ein Träumchen, ist das. Ich finde das super. So, Zombie-Brauerei. Eieieiei. Das ist ja gar nicht mal so wenig.
Also, wir brauchen 32 Steine und ganz viele einfache und... Okay, ja, warum nicht? Also, wenn das so ist, dann fange ich da doch direkt mal an. Porzellan, genau, so Keramikkrüge packe ich dann erstmal hier mit rein. So, und dann werden erstmal Steine kaputt gemacht. Und zwar viele. 6 Stück, hau raus. Gar nicht, ob ich ja, okay, egal, ich gehe jetzt erstmal los und werde die Kerzen anzünden und dann eine Predigt halten. So, anfertigen. Dazu brauchen wir zum Glück keine Energie, das ist sehr schön. Anfertigen und dann komme ich da nicht durch. Dann gehe ich halt außen rum. Anfertigen und dann predigen. So schnell geht das. Mensch. Freunde der Sonne. So, genau, schmeißt mir alles zu. 12 und dann nochmal zusätzlich 4. 16 oder wie? Ja, genau. So, und dann gebt mir ganz viel Geld. Also wirklich ganz viel Geld. Also zögert nicht, mir all euer Geld zu geben. Ja. Schönes. 6! 6 Silber! 6 Silber. Ja, das Geld ist tatsächlich für den Friedhof, ne? Umso besser der Friedhof, umso mehr Knete kriegst du an der Stelle. Und umso besser die Kirche, umso mehr das andere kriegst du halt. ja, genau. Das andere. Na. Glaube. Es ist für mich so schwer, dieses Wort immer wieder zu finden. Dieses schwierige Wort Glaube. Tja. Bin ich ein Atheist? Würde ein jemand, der einer Kirche angehört, dieses Spiel spielen? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr... Nee, das ist Datenschutz. Das kannst du nicht machen. Das geht auch nicht. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass Leute, die eine Kirche besuchen oder betreten oder eben auch dem irgendeinem Glauben verfallen sind, völlig egal welchem, dieses Spiel spielen wollen. Würden. Wollen und würden. Genau. Schreibt genau das in die Kommentare. Möglichst ohne Bewertung. Jo, genau. Dann wisst ihr Bescheid, ne? Ja, alles klar. Gut. Schön. Ja, man muss ja aufpassen heutzutage, ne? Sagst du so, schreibt in die Kommentare, ob ihr einem Glauben angehört, und plötzlich kommt so der Datenschutz und sagt, haha, du hast Leute dazu angestiftet, ein persönliches Datum preiszugeben, ohne zu sagen, wie lange das dort, wo, wann und für wen zugänglich gespeichert wird. Und dann auf einmal hast du eine Datenschutzgrundverordnungsgeschichte am Hals. Das muss ja nur echt nicht sein. Ja, und das wird definitiv so kommen. So, jetzt aber mal was anderes, nämlich Zombie-Brauerei. Dort. Sehr schön. Wundervoll. Ich mag das. So, dann
können die hier fröhlich vor sich hin brauen. Wahrscheinlich muss ich trotzdem sagen, pass auf, das machst du, aber fertigen, genau, ein Humpenbier. So, einfach Humpenbier, auf geht's. Weizen, ach, guck an. Man braucht gar nicht so viel Hopfen, aber man braucht ganz viel Wasser. Okay, gibt es hier eine Zuleitung? Kann man hier eine Zuleitung bauen? Einen Brauplatz hätte ich trotzdem gern, tatsächlich. Trotz alledem. Also noch ein paar Steine kaputt machen. Aber das ist nicht schlimm, weil ich habe ja genug. So, 18 Steine, hat das gereicht? Nee, komm, wir machen hier gleich alles. Wir ziehen hier durch. So. Okay. So. Der Punkt ist nun folgender. Ich überlege jetzt, was wir als nächstes machen. Also, was wir natürlich machen, ist noch ein paar Leichen verbrennen. Das machen wir auf jeden Fall so im Laufe der Zeit. Aber viel wichtiger ist jetzt ja erstmal, dass ich unten nach dem Hanf gucke. Genau, das ist eine gute Sache. Gut, dass ihr das erwähnt habt. So. Der ist nämlich fertig. Sehr schön. Torf ist auch fertig. Auch sehr schön. So, Ernteabfall kommt da rein. Hanf nehme ich mit. Nach unten. Achso. Und zwei Hanfsamen. Das bedeutet also, ich kann jetzt erstmal keinen Hanf mehr anpflanzen. Das ist sehr schade, aber das ist nicht schlimm. So, ich kann auch da nichts. Ach, das ist alles. Das ist doch schlimm. Es ist doch schlimm. So. Leeres Beet. So. Hier würde ich ja gern irgendwas pflanzen. Und zwar könnte man ja mal. Nee, könnte man nicht. Ist ja wieder nicht da. Ist ja wieder nicht genug. Hm, schade. So, aber. Bauen wir jetzt halt erstmal den Brauplatz hier. Ja, Brauplatz. Ach, der ist ja niedlich. Ach, der ist ja niedlich. Mensch. Ja, wo baue ich den? Wo brauche ich den denn? Ja, ich baue den einfach hier, weil viel mehr Stuff wird es hier nicht zu bauen geben, tatsächlich. Den Rest haben wir alle schon, ne? Und gut, eine Kiste. Eine Kiste könnte ich vielleicht auch nochmal bauen. So eine zweite Kiste ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Ich habe keine Bretter mehr. Okay. Also Balken, ja. Balken. Okay. So. Würde ich sagen, bauen wir hier noch eine zweite Kiste hin und dann haben wir auch erstmal genug Platz für alles. Ja, ist doch schön. So, das Teil bauen wir hier auch hin. So, und dann können wir hier ein Humpenbier fertigen. Gut, das hängt vom Hopfen ab. Ist im Prinzip genau das gleiche, was der andere Kollege da braucht. Ach, der braucht sogar. Ach! Hier brauche ich aber sogar Brennstoff und da vorne brauche ich das nicht, oder? Habe ich das übersehen? Nee, hier brauche ich keinen Brennstoff für. Es hat Vorteile, die Zombies hier hinzustellen. Das ist einfach so. Aber es ist gut zu wissen, fällt mir gerade mal so ein, dass wir. Achso, wir machen hier Karotten, genau. Dass wir das Weizenzeug da unten brauchen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal all das Weizen mit und bringe es nach unten. Weil, warum nicht? So. Das wäre jetzt so der Punkt. Da jetzt hier in die zweite Kiste packen. So. Genau. Schön. Finde ich gut. Wir legen uns nochmal hin, damit wir zum einen speichern und zum anderen auch die Energie auffüllen. So. So.
So, wir haben noch 4 von den Dingern. Ich meine, Verdauung wäre das nächste. Damit kommt der starke Alkohol. Komplexer Dünger steht auch noch aus. Aber bevor wir das machen können, brauchen wir tatsächlich fortgeschrittene Alchemie. Wobei das jetzt auch nicht so wild ist, würde ich mal so sagen. Ja, verbesserte Alchemie. Ach so. Hatte ich jetzt eigentlich schon die Verbrennung? Nee, Verbrennung hatte ich auch noch nicht gemacht. Ach Mensch. So ist das halt. Na gut. Wie sieht's eigentlich Porzellan? Ah ja, genau. Ich brauchte ja noch 12 von diesem weißen Staub. Das wollte ich noch machen. Genau. So, weißer Staub macht man natürlich aus Knochen. Ah ja, sind auch alle Knochen weg. Ich meine, wenn man jetzt natürlich Alchemie ausgebildet hätte, dann würde man hier viel mehr bekommen, tatsächlich. Aber, Moment mal. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Mir kommt es so vor, als wenn ich schon alles hätte, aber nee, habe ich nicht. Okay. So, das bedeutet, jetzt kann ich auch nochmal die letzten Porzellandinger machen. Ja, aber theoretisch gesehen würde ich ja gerne nochmal so viele haben, damit ich jeweils 2 Ohrenhallen bauen kann. Damit das mehr oder weniger symmetrisch ist. Porzellankrug. So. Moment. Was ich jetzt gerne mal ausprobieren würde. Ich muss es ja nicht direkt bauen. Aber ich mache das jetzt mal so. Ja, bald haben wir genug Eisen und können keinen Stein mehr aufsammeln hier. Das wäre natürlich auch eine Sache, ne? Aber egal. Was mir gerade so auffällt hier an der Stelle. Ich glaube, ich weiß, warum es ruckelt. Das ganze Holz da. Okay. So, pass auf. Ich würde gerne mal wissen, was das bedeutet. Ah, okay. Das ist also wirklich so ein Rasenfleck, den man dann baut. Okay. Interessant. So, was wäre denn Sonnenrasen? Ich meine, das wäre noch am sinnvollsten hier, das so zu nehmen. Ja, das ist natürlich. Habe ich da natürlich sehr schlau gemacht, ja. So, aber okay, man kann es auch nicht irgendwie drehen oder so. Aber okay, dann wäre da Rasen. Okay, ja, verstehe ich. Was wäre das hier? Ach so, das wäre direkt ein ganz langer Patchrasen. Okay. Also man kann das so bauen, wie man dann lustig ist. So, okay. Ja, ob ich nur 2 davon baue oder 1 davon, ist eigentlich Quatsch. Das Einzige, was sinnvoll wäre, wäre hier das zu nutzen, um das quasi so ein bisschen... ja, okay, das kann man sogar drehen. Ja, gut. Das wäre dann halt sinnvoll, wenn das gehen würde. So, Blumenbeet würde ich jetzt auch gerne nochmal wissen. Ich habe ja hier unten definitiv auch ein paar rote Blumen. Ja, ich nehme alle mit kurz. Das aus wissenschaftlichen Gründen muss ich die einmal kurz mitnehmen. So, wie würde dann ein Blumenbeet aussehen? Ah, okay. Das ist jetzt also tatsächlich so ein.
Aber die kann ich auch nur an bestimmten Stellen bauen. Okay, also das bedeutet Blumenbeet und dann das Dreierding. Naja gut, das wäre halt eine Möglichkeit, ne? Also wenn ich die eh überall, also nicht überall bauen kann, dann würde das wahrscheinlich sogar sehr viel Sinn machen. Na gut, da ist jetzt natürlich nicht so cool, weil da will ich ja eigentlich, na gut. Das lasse ich erstmal so stehen. So, aber hier wäre natürlich sehr, sehr praktisch, genauso wie hier, weil ich glaube, da ist sowieso nichts, was man da großartig hinstellen kann. Da müsste man jetzt wieder gucken, wenn man jetzt nicht das Blumenbeet nimmt. Genau, da ist hier die Sache und ich meine, ja komm, dann hau ich doch mal raus hier. Da ein Blumenbeet, da ein Blumenbeet. Da und da. Ich baue einfach alle, die gehen. Das ist einfach so meine Attitüde hier. So. So. Achso, das ist jetzt quasi hier so mittendrin, statt nur dabei. Okay. Rasen. Der würde jetzt hier genau reinpassen. Perfekt. So, und jetzt habe ich, glaube ich, keinen Torf und auch keinen Stein mehr. So. Okay, hier kommt man nicht vorbei. Okay. Mhm. Ja gut, aber ich meine, so kann man es natürlich machen, ne? Dann wird das hier auch nochmal so gemacht und hier kommen vielleicht so zwei Rasenstücke hin. Ja, ja, das ist denkbar. Das ist definitiv denkbar. So, genau. Und hier können dann hier könnten dann noch Gräber hin. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich hier überall Gräber hin mache. Und dann auf der Seite so der Special-Kram ist. Wobei, wahrscheinlich werden hier auch noch ein paar mehr Gräber hinkommen. Das überlege ich mir aber alles noch. Und zwar irgendwann anders, nicht mehr heute. Denn ich würde mich an dieser Stelle erstmal fürs Zuschauen bedanken. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das hier alles gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Da kann es passieren, dass ich in eurer Abo-Box auftauche und ihr seht, ah ja, das wollte ich ja unbedingt gucken. Habe ich schon wieder vergessen. Mensch, bin ich eingeschlafen beim letzten Mal. Hey, das mache ich nochmal. Das funktioniert super. Ja, und dann wünsche ich euch einen traumhaften Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hier schaut und bis zum nächsten Mal.